Regierung erfahren, warum man den Kurdinnen und Kurden nicht in vollem Umfang ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Nationalität lassen kann. Was ist denn daran eigentlich so schlimm? Ich verstehe es nicht. Sie müssen gleichberechtigte türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sein. Ich weiß, Kurden und Kurden haben keinen eigenen Staat. Sie leben im Irak, sie leben in Syrien, sie leben in der Türkei. Gerade wenn das so ist, muss man ihre Rechte in besonderer Weise schützen und darf sie nicht diskriminieren. Wir haben das Land Syrien. In Syrien gibt es einen Konflikt, der sich zum Bürgerkrieg ausweitet. Jeder Tote wird von uns bedauert. Jede Verletzte wird von uns bedauert. Ich möchte, dass Syrien frei wird. Aber ich sage, ein Krieg von außen gegen Syrien wäre der völlig falsche Weg. Mittels Krieg löst man keine Probleme, man verschärft sie nur. Ich möchte gerne erleben, dass wir uns mit Problemen auseinandersetzen, die kannten wir schon kurz nach der Antike. Wir kannten sie im Mittelalter, wir kannten sie im 20. Jahrhundert. Ist es nicht endlich Zeit, im 21. Jahrhundert dies zu überwinden? Ist es nicht endlich Zeit, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das war, als man wegen einer Religion benachteiligt oder verfolgt wurde, als man wegen einer Nationalität benachteiligt oder verfolgt wurde. Im 21. Jahrhundert müssen wir das endlich überwinden. Also, liebe Kurden und Kurden, gleiche Rechte für euch. Liebe Türkinnen und Türken, von der Nationalität her, akzeptiert das, anerkennt das, dann seid ihr einen Schritt weiter. Und liebe Aleviten, ihr dürft christlich sein, so viel ihr wollt. Und niemand hat das Recht, euch deshalb zu verfolgen. Dankeschön. Herzlich willkommen in Berlin. Ich möchte hier heute eines vorausschicken. Hier am Brandenburger Tor hinter uns sind seit Wochen die Flüchtlinge im Hungerstreik für ihre Rechte. Gegen Diskriminierung, gegen Residenzpflicht, gegen Lagerunterbringung. Sie werden von der Berliner Polizei wie Tiere behandelt. Um sie zu vertreiben, wurden ihnen sogar nachts die Schlafsäcke und die Decken weggenommen und das bei dieser Eiseskälte. Das ist unerträglich. Und ich möchte, dass wir hier von hier ein Zeichen setzen. Diese Flüchtlinge gehören zu uns. Wir klagen ihre unmenschliche Behandlung durch die Berliner Behörden an. Lasst uns ein deutliches Zeichen setzen. Wir sind solidarisch mit den Flüchtlingen hier heute. Und ich bin froh. Ich bin froh, dass viele von euch heute hierher gekommen seid. Das ist bereits ein großer Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde. Zeigen wir Erdogan, du bist nicht willkommen in Berlin. Kriegstreiber Erdogan ist unerwünscht, liebe Freundinnen und Freunde. Zeigen wir es deutlich, dass wir die Nase voll davon haben, denen, die ständig die Türkei versuchen, in Deutschland und Europa schön zu reden. Ganz nach dem Motto, ja, alles ist auf einem guten Weg, auch wenn es in Sachen Minderheitenrechten oder Menschenrechten oder den Rechten von Kurden in der Türkei noch Defizite gibt. Nein, ich möchte mich nicht mehr abfinden mit diesem Zynismus. Über 100 Journalisten sind in der Türkei in Haft. Über 10.000 politische Gefangene. Über 700 Menschen im Hungerstreik seit über einem Monat. Das akzeptieren wir nicht, liebe Freundinnen und Freunde. An dieser Situation
Situation in der Türkei ist nichts, aber auch gar nichts schön zu reden. Die AKP hat sich im Beitrittsprozess zur Europäischen Union einfach eingerichtet. Von der versprochenen Demokratisierung in der Türkei ist gar keine Spur mehr zu sehen. Und mit der Verfassungsreform haben sie auch noch die Kontrolle über die Justiz errungen. Und liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns deshalb von hier ein Signal senden. Wir sind nicht einverstanden mit dem Schulterschluss von Merkel und Erdogan. Das hat nichts mit deutsch-türkischer Freundschaft zu tun. Dieser Schulterschluss, liebe Freundinnen und Freunde, dieser Schulterschluss hat nichts mit deutsch-türkischer Freundschaft mehr zu tun. Das hat im Gegenteil, das ist eine infame Kumpanei der Bundesregierung mit den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, mit den Kriegsvorbereitungen, die laufen seitens der türkischen Regierung. Dazu sagen wir nein. Wir wollen diese Kumpanei auf dem Rücken der politischen Gefangenen und der Menschenrechte in der Türkei nicht. Wir sagen nein zu dieser Kumpanei. Und wie weit es in der Türkei gekommen ist in Sachen Menschenrechten, habe ich selbst vor 2 Wochen in Istanbul nochmals erlebt. Ich war beim Prozess gegen den Pianisten und Komponisten Fazılsay in der Türkei. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, Fazılsay soll mundtot gemacht werden, stellvertretend für alle Kritikerinnen und Kritiker der AKP in der Türkei. Deshalb müssen wir solidarisch sein mit Fazılsay und anderen, die vor Gericht stehen. Und deshalb finde ich es auch skandalös, dass die deutsche Bundesregierung bisher schweigt zu dem Prozess gegen Fazılsay und bisher schweigt zu den über 700 Hungerstreikenden. Was wollt ihr denn, Merkel und Erdogan? Wollt ihr Todesnachrichten bekommen? Wir wollen das nicht. Deshalb sind wir solidarisch mit diesen Menschen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Höhepunkt der Kumpanei zwischen der jetzigen Bundesregierung und den Vorgängerregierungen mit der AKP, der beginnt eben auch bei den Mördern von Sivas. Und das betrifft eben nicht nur Deutschland und die schwarz-gelbe Bundesregierungen. Nein, auch die Vorgängerregierungen haben die Mörder von Sivas gedeckt. Diese Mörder haben in Deutschland Asyl bekommen. Sie konnten sich frei bewegen, trotz internationalen Haftbefehlen. Und ich sage, jawohl, wir werden Sivas nicht vergessen. Es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute hier zusammengekommen, um Nein zu sagen gegen einen Krieg gegen Syrien. Und es ist widerwärtig, es ist abscheulich, dass Ankara gedeckt von Washington und Berlin Al-Qaida-Milizen, islamistische Gruppen ausbildet und ausrüstet in der Türkei und einen verdeckten Krieg gegen die Menschen in Syrien führt. Wir sagen Nein zu diesem Krieg gegen Syrien. Wir sagen Nein zur Kriegstreiberei. Erdogan und Merkel, wir wollen euren Krieg nicht. Wir sagen Nein zu einem Krieg und wir sagen, Kriegstreiber sind in Berlin und anderswo unerwünscht. Vielen Dank. Herzlichen Dank und ein großer Applaus für Gregor Giese, Selim Dardelen und Hakan Taş. Ja.
گریم بیمار ایجا حوال دلال او سو سال استو دبرین جی کی جار اکدی و سلاف دکم بجان و روح و جار ادبیم من جار اکدنی چالکی که دنی دا انشالله ام ببه آز شیطی چه به او دنزی چالکی جی چه نه به نم دبیشن داویا پروگرام آمه تیل بدارا جبونا کسی که امه گی وانده دا در باز بونه جی همه رسپاس دکم اون جار اکدنی خیر و خشی هر مالی خواهیم. Thank you.